Feind auch. Und das was. Ja, Oskar, alles klar bei dir, Bruder! Leute, ich begrüße euch. Willkommen zurück zu einem ersten Video nach einer ziemlich langen Pause. Ja, ich habe mal ein bisschen Pause gebraucht. Ich habe es ja im Community-Tab ein bisschen angekündigt. Aber ich bin wieder back. Wir haben viel Content vorproduziert. Es gibt Musik. Auch dieses erste Video, was wir jetzt schon machen, wie ihr in der Länge sehen könnt und am Titel und an allem, wird sehr anders als alle anderen Videos, die ihr je gesehen habt auf meinem Kanal. Ich hatte mega Bock, was zu Artikel 13 zu machen. Ich hatte irgendwie mal so die Idee, so eine Doku zu machen. Und dann dachte ich so, na, ich habe nicht so Plan von Artikel 13. Auf jeden Fall ist dieser Gedanke von dieser Doku irgendwie nicht mehr aus meinem Kopf gekommen. Und ja, deswegen mache ich jetzt eine Doku. Ich möchte davor sagen, ich bin nicht sehr, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber ich kenne mich jetzt nicht so in der Politik aus. Deswegen ist es jetzt kein Video, wo ich sage, yo, ich weiß alles und ich erzähle euch jetzt, wie es ist. Sondern ich habe verschiedene Interviews geplant. Wir haben jetzt gleich um eins in einer halben Stunde ein Interview mit dem Rechtsanwalt Christian Solmecke. Den kennt ihr bestimmt. Der hat nämlich sehr, sehr viele Videos zu diesem Thema gemacht. Der kennt sich da sehr gut mit der Rechtslage und allem aus. Ich muss erstmal verstehen, was Artikel 13 überhaupt ist, weil ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt, weil es gibt jeden Tag halt so viele Informationen dazu und halt so viel Neues und dann irgendwie hier ein neuer Brief von der CDU und dann wieder ein komplett anderer Vorschlag und dann sagt Axel Voss plötzlich, yo Bruder, lass einfach YouTube gleich komplett löschen. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich frage mal einfach den Papa, weil der kennt sich da eigentlich relativ gut mit aus. What's up? Können wir dich ein paar Fragen zu dem Thema Artikel 13 fragen? Na sicher. Magst du rüberkommen? Dieser Oscar diss, dieser Dad diss, dieser Oscar. Also es gibt ja viele Videos, die Artikel 13 zwar erklären, aber die sind halt meistens ziemlich kompliziert und ich verstehe da kein Wort. Deswegen kannst du mal jungen Zuschauern in kurzen Sätzen verständlich zusammenfassen, was Artikel 13 eigentlich ist. Also Artikel 13 ist ein Artikel in der neuen EU-Verordnung zum Schutz der Urheberrechte im digitalen Binnenmarkt. Kein Wort verstanden. Okay. Urheberrechte. Urheberrechte heißt, wenn ich ein Lied geschrieben habe, dann bin ich der Urheber. Der Olli zum Beispiel hat mal in der Fernsehsendung ein Lied von mir gesungen. Dann habe ich dafür Geld gekriegt, weil der Fernsehsender musste das angeben und dann ist das Geld bei mir gelandet. Das heißt, da wurde dafür gesorgt, dass ich Geld dafür kriege, dass jemand anders mein Werk benutzt. Wenn jemand mein Musikvideo re-uploadet, dann habe ich ein Recht drauf, dass ich da das Geld kriege und er nicht er. Genau. Und das Problem ist, dass du jetzt nicht nur Veranstaltungen hast irgendwo in Deutschland, was man kontrollieren kann, und Radiosender, sondern du hast jetzt den digitalen Binnenmarkt, also das Internet. Und wie kann man jetzt dafür sorgen, dass wenn irgendwo im Internet dein Werk veröffentlicht wird und jemand damit Geld macht, dass du es auch kriegst? Ja, und das gibt es ja eigentlich schon. Also es gibt ja diese Filter, wenn ich jetzt einen Song in mein Video packe, dann sagt YouTube, yo, Bruder, du hast diesen Song benutzt und dann kriegt der Interpret von dem Song halt alle Einnahmen von dem Video. Aber jetzt muss es natürlich auch bei allen anderen Sachen gemacht werden, bei Videos, bei Bildern, dass sichergestellt wird, dass die Leute das Geld kriegen, was ihnen zusteht. Und worum wir eigentlich die ganze Zeit diskutieren, die YouTuber, ist sogar von diesem Artikel 13 mehr oder weniger nur der Absatz 4b. Wenn du jetzt Urheberrechtsverstoß machst, muss die Plattform blechen. Außer wenn sie verhindert, dass gemeldeter Inhalt, also von Urhebern gemeldeter Inhalt, hochgeladen werden kann. Es wird also gemeldet, hier meine Lieder, die GEMA schickt alle Lieder, die Fernsehsender schicken alle möglichen Videos, die dürfen jetzt alle nicht mehr unentgeltlich gesendet werden. So, dann musst du erstmal dafür sorgen, dass man die überhaupt irgendwo hinterlegt. Also du brauchst riesige Speicher. Und jetzt lädt jemand was hoch und jetzt musst du vergleichen, ist es schon da? Und ja, du könntest jetzt natürlich da auch 15.000 Inder. Also. Nein! Das war doch eigentlich so ein bisschen so ein Gegenschuss, dass alle gesagt haben, das bedeutet ja ein Upload-Filter, das ist gar nicht möglich. Und dann dachten die so, ey, wir sind schlau. Mach's doch mit Menschen. Aber funktioniert halt nicht. Plattformen sind selber verantwortlich für das Material, was bei ihnen urheberrechtlich geschützt hochgeladen wird. Und deswegen müssten die Geld dafür bezahlen. Außer sie kriegen es irgendwie hin, dass so
Material gar nicht mehr hochgeladen werden kann. Also YouTube kann das. Sie machen es ja auch mit der GEMA. Mhm. Das ist halt ein Riesenaufwand. Ja, eben. Also ich meine, es gibt ja mega viele so Urheber. Ja gut, aber ich meine Gott, wir leben in einer komplizierten Welt. Wenn du so ein Riesenunternehmen hast, dann kann man von dir schon auch fordern, dass du dann halt auch große Leistungen bringst. Also von der Autoindustrie haben sie auch gefordert, dass sie die Abgase runterkriegen oder sowas. Ne? Ja, also gut. Das dann, sind halt Riesenanstrengungen. Ja, und dann haben sie es halt nicht hingekriegt und deswegen haben sie dann ein bisschen die Tests gefaked. Genau, das ist so ein bisschen der Punkt jetzt bei YouTube, dass man dann halt Angst hat, dass sie es auch nicht hinkriegen und deswegen halt diesen Filter so eng einstellen. Das hast du ja auch schon erlebt. Ja. Du machst ein Video hoch, dann versteht der, ich brauche ja hier nur extra zu sagen, schon geht Alexa an. Ja. Ja. Und so ist es da genauso, ja. Der versteht irgendwie ISIS und dann denkt er schon hier, terroristischer Inhalt, weg damit. Ja, oder bei meinem Stalker-Video habe ich 2 Kondome in die Kamera gehalten, wurde demonetarisiert wegen sexuellem Anzüglichkeit. Genau. Es ist jedenfalls wesentlich komplexer, als es, glaube ich, auch viele von den YouTubern darstellen. Also sicher komplexer. Mega. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dieses ganze, mein Kanal wird gelöscht und dieser ganze Kram. Also gerade die Großen, die das gesendet haben, denen ihr Kanal wird sehr wahrscheinlich nicht gelöscht. Also wenn Kanäle gelöscht werden, dann sind es meiner Meinung nach die Kleinen. Die Großen nicht. Also da wird YouTube schon irgendeine Lösung finden. Ich finde es halt ultra schwer zu verstehen und deswegen habe ich da halt auch immer, weil ich halt immer so ultra zurückhalten und so, weil wenn ich das halt nicht blick und wenn ich selber mir nicht ganz sicher bin, was jetzt eigentlich wahr ist und was nicht, dann will ich halt auch kein Video drüber machen. Aber ich habe da selber auch ganz viele Fragen. Deswegen haben wir jetzt in 15 Minuten ein Interview mit Christian Solmecke. Und ja, boah, keine Ahnung, ich habe nicht so viele Interviews gemacht im Gegensatz zu dir. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen, wenn ich nicht weiterkomme. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit hier nimmst an diesem Samstag. Der Voss meinte ja auch, irgendwie YouTube sei so eine Plattform, die halt das Geschäftsmodell auf urheberrechtlich geschütztem Material basiert. Und das ist allgemein so ein bisschen die Debatte, dass halt das Internet voller Urheberrechtsverstöße ist. Was ist denn deine Meinung dazu? Wer hat das jemals recherchiert? Ich habe nämlich versucht rauszufinden, wie viele Urheberrechtsverletzungen haben wir denn im Moment auf YouTube. Und dazu habe ich keine einzige Studie gefunden. Und das finde ich so ein bisschen erschreckend, dass das, was Grundlage von Artikel 13 ist und das, was geregelt werden soll, nämlich dass es weniger Urheberrechtsverletzungen gibt, gar nicht erforscht worden ist. Urheberrecht ist natürlich wichtig, das ist ja richtig. Aber wie könnte man dieses Ding besser formulieren? Also es gab schon einmal die Situation in Deutschland, dass wir nicht mehr hinterhergekommen sind, die Urheberrechte zu verfolgen. Und das war, als die Kassette eingeführt worden ist. Also da konnte man sich einfach auf einer Kassette was aufnehmen. Später war das dann der CD-Rolling, auf dem man sich brennen konnte. Und noch später war es der USB-Stick oder die SD-Karte, wo man sich mal eben Musik kopieren konnte. Und dann hat man entschieden, okay, wir kriegen das sowieso alles nicht mehr kontrolliert. Also erlauben wir private Kopien. Aber das nicht umsonst, sondern jeder, der einen USB-Stick herstellt, jeder, der einen CD-Rolling herstellt, der muss dafür zahlen. Das ist also alles abgegolten im Rahmen einer Pauschalabgabe. Jetzt haben wir plötzlich wieder exakt die gleiche Situation. Es ist nämlich so, dass wir das alles gar nicht mehr in den Griff bekommen, was da an Memes unterwegs ist, was da gerade im Internet gepostet wird. Ich kann nicht jeden verklagen, der irgendwo auf Facebook was postet oder auf Instagram was postet. Und insofern muss man vielleicht auch hier zu einer ähnlichen Lösung wie dieser Pauschalabgabe, die es schon für den Offline-Bereich gibt, kommen und sagen, okay, erstens, wir ermitteln, wie viel Prozent der Werke auf zum Beispiel YouTube sind illegal. Zweitens, wie viel Geld macht YouTube damit? Und drittens, das Geld, was sie mit den illegalen Werken machen, müssen sie in einen Pott tun. Und optimalerweise macht man das so, dass man dann sagt, pro Gigabyte Stream muss YouTube meinetwegen 10 Cent in Pott tun. Und dieses ganze Geld wird dann unter den Urhebern aufgeteilt, die sich bei der Verwertungsgesellschaft angemeldet haben. Das, was ich gerade skizziert habe, habe ich schon seit einigen Jahren gesagt. Und das ist dieser Vorschlag der Pauschalabgabe, ist das, was gestern Abend die CDU auch gebracht hat.
hat und sagt, wir haben eine neue Idee, wir wollen eine Pauschalabgabe einführen und davon abgegolten sind dann ganz kurze Clips, so 10, 20 Sekunden auf YouTube und dann könntest du als Creator auf YouTube alles verwenden, auch die neuesten Kinofilme, aber immer nur 10, 20 Sekunden. Du müsstest also wissen, wo diese Längensequenz ist und dafür müsste YouTube was zahlen und dann wäre alles abgegolten. Das Problem ist nur, dass das so nicht in der Richtlinie drinsteht. Das ist zwar jetzt toll, dass die CDU auf nationaler Ebene sagt, so wollen wir das später machen, aber wenn man es wirklich verhindern will, muss man es jetzt auf EU-Ebene verändern und nicht später sagen, ah, wir biegen die EU-Norm später noch irgendwie in deutsches Gesetz, dass es passt. Das klappt nicht. Ich finde es irgendwie so ein bisschen bedenklich, wenn halt die CDU sagt, ja, wir lassen es jetzt erstmal so zu, aber wir ändern dann später noch was, weil keine Ahnung, ob die es dann wirklich machen. Es ist natürlich typisch für die Politik, dass sie, wenn sie jetzt ein Problem hat, sie dieses Problem erstmal auf später verschiebt. Diese Richtlinie, die muss umgesetzt werden in 2 Jahren, also 2021. Jetzt sind aber zufällig im Jahre 2021 auch, ich meine, die neuen Bundestagswahlen. Sprich, dann heißt es eh neues Spiel, neues Glück. Wer weiß, wer dann noch an der Macht ist in Deutschland. Man muss sagen, die CDU, die sich jetzt nicht gerade mit digitalpolitischer Kompetenz rühmen konnte, ist etwas aufgerüttelt worden durch einen Hashtag, der da lautet nie mehr CDU. Das hat also selbst der undigitalste CDUler mitbekommen, dass da so ein Hashtag mit nie mehr CDU zugange ist. Und wenn er den nicht gesehen hat, dann hat er zumindest die Proteste vor der CDU-Parteizentrale in Berlin mitbekommen und hat da die lauten Rufe gehört und dachte sich jetzt, okay, da müssen wir, glaube ich, mal was tun. Und dann kam eben dieses Papier, die Kernaussagen sind nur eine halbe Seite lang, die lassen sich so ohnehin nicht umsetzen. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr informative und sehr, ich weiß nicht, aber gut ausgedrückte und verständliche Antworten auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank dir dafür. Super, alles klar. Der Gag ist, mir wird manchmal Lobbyismus vorgeworfen. Der Solmecke hat doch dann kein Geschäft mehr, wenn Artikel 13 kommt. Und da kann ich nur sagen, ich habe mehr Geschäft, wenn Artikel 13 kommt. Denn da müssen sich nämlich die ganzen Plattformen beraten lassen. Wie geht's jetzt weiter für uns, ja? Also als Anwalt freue ich mich richtig auf Artikel 13. Als Jurist mit verständigem Geiste sage ich, das geht nicht gut, was die da vorhaben. Ja. Das geht schief. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg nach Berlin, denn wir fahren auf die Demo, die in Berlin und in Köln und in ganz vielen anderen Städten stattfinden wird. Und ich gucke mir das Ganze mal an. Ich glaube, weder Papa noch ich noch irgendjemand war jemals auf einer Demo von uns. Es ist jetzt schon etwa eine Woche her, dass wir das letzte Mal gefilmt haben und es ist so viel passiert. Und ich habe nochmal einen CDU-Netzpolitiker, den Herrn Jarzombek, dazu bekommen, mit mir ein kleines Interview zu machen. Und ich würde sagen, da gucken wir uns mal ein paar kleine interessante Ausschnitte an. So, jetzt hoffe ich, funktioniert das besser. Jetzt habe ich jedenfalls mein Headset dabei. Wunderbar. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Na, hervorragend. Vielen Dank auf jeden Fall, dass wir das Interview machen können. Die CDU hat da ja eigentlich bei diesem Protest und so am meisten so auf die Mütze bekommen, beziehungsweise da gab es eigentlich so die meiste Kritik, so Stichwort Hashtag nie wieder CDU. Können Sie diese Proteste dagegen die CDU verstehen? Also ich gebe unumwunden zu, dass ich mich auch geärgert habe darüber, wie manche meiner Kollegen im Europäischen Parlament argumentiert haben. Und ich finde, in der Demokratie kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber man muss diejenigen, die eine andere Meinung haben, ernst nehmen. Und die kann man nicht einfach als Bots beschimpfen und was da noch alles an Mustern durch die Gegend gelaufen ist. Das hat mich persönlich sehr geärgert und wir haben ja letzte Woche auch einen Vorschlag erarbeitet in der nationalen Umsetzung, wie man am Ende einen Ausgleich schaffen kann zwischen den Interessen von Urhebern und von Nutzern und das halt eben auch ohne, dass es zu Upload-Filtern kommt. Der Vorschlag sieht ja eigentlich vor, dass man erstmal eben zustimmt und dann das im nationalen Ding nochmal so umändert, dass es dann für Deutschland nicht diese Upload-Filter gibt und so. Habe ich das richtig verstanden? Also ich bin ja Bundestagsabgeordneter und im Deutschen Bundestag haben wir nicht die Möglichkeit, dem jetzt zuzustimmen oder das abzulehnen, sondern die Abstimmung findet im Europäischen Parlament statt. Und deshalb ist das so, dass wir halt eben sagen, wenn das Europäische Parlament das beschließen sollte, dann würden wir in der nationalen Umsetzung einen großen Wert darauf legen, dass es eben nicht zu Upload-Filtern kommt und wir glauben, dass wir das mit unserem Vorschlag halt auch machen können. Ich mache da aber auch aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich würde mir natürlich auch wünschen, das Europäische Parlament würde genauso eine Lösung beschließen, sodass es am Ende auch verbindlich zu einer Regelung ohne Upload-Filter kommt.
Ja. Sie haben ja auch schon im Sommer 2018 da Bedenken gegenüber in einem öffentlichen Brief geäußert. Hat sich da in Ihrer Meinung was geändert? Oder? Also an meiner Meinung hat sich dazu nichts geändert und das war ich ja auch nicht alleine, sondern wir haben einmal mit dem digitalpolitischen Verein der Parteien, jetzt für die CDU ist das CNetz, für die SPD zum Beispiel D64 oder Load für die FDP. Da haben wir gemeinsam ein Schreiben verfasst und halt eben vor dem Thema Uploadfilter ganz klar gewarnt und auch die Europaabgeordneten gebeten, entsprechend das dann abzuändern. Aber am Ende sind die natürlich auch frei in ihrer Entscheidung. Ich, wie gesagt, würde mir wünschen, dass man in Brüssel auch eine Entscheidung trifft, die halt eben sagt, wir machen Artikel 13 und zwar ohne, dass die Möglichkeit oder der am Ende faktische Zwang von Uploadfiltern dadurch entsteht. Was ist denn in der Politik noch wichtiger als die Sachkenntnis? Weil wenn die, die es verstehen, sagen, das ist nicht so gut, dann warum stimmt man dann trotzdem zu? Da sind ja unterschiedliche Interessen jetzt im Spiel. Wir sehen das halt aus Sicht von Digitalpolitikern, das heißt also von denjenigen, die halt tatsächlich Internetfirmen aufbauen, aber auch aus Sicht der Nutzer, die damit halt eben umgehen. Jetzt haben wir halt eben die Kollegen aus dem Rechtsausschuss, die halt im Wesentlichen im Blick haben, wie kann man halt eben bestimmte Rechte sichern. Und die interessieren sich insbesondere für die Urheber. Und es ist natürlich schon auch so, dass in der Vergangenheit auch eine Menge Sachen auch auf YouTube hochgeladen worden sind, wo die Urheber am Ende nicht profitieren von. Und das ist aus meiner Sicht ja auch nachvollziehbar, ja, dass man da etwas tun möchte. Denn wer wird denn künftig noch ein Musikstück machen oder einen Film, wenn er halt eben davon keine Einnahmen bekommt? Das wird sich nicht lohnen. Und das, was wir jetzt hier in Berlin gemacht haben, ist, dass wir über die letzte Zeit halt sehr stark miteinander geredet haben und haben gesagt, wie können wir denn jetzt die Interessen von den Urhebern, von den Künstlern, wie können wir die Interessen übereinbringen mit einer vernünftigen Usability und mit der Mediennutzung, die eigentlich vor allem junge Leute heutzutage im Internet an den Tag haben, aber auch mit den Interessen von denjenigen, die vielleicht auch mal eine Plattform aufbauen wollen, um YouTube Konkurrenz zu machen. Super, dann noch eine abschließende Frage. Jetzt am Samstag ist ja die große Demo in Berlin. Nehmen Sie da auch dran teil? Ich muss am Samstagmorgen nach China fliegen. Deshalb ist das für mich faktisch nicht möglich, daran teilzunehmen. Bin auf Dienstreise für ein paar Tage. Aber ich werde das natürlich mitverfolgen und ich weiß, dass da halt eben auch aus dem CNet sicherlich der eine oder andere auch nochmal Flagge ergreift und wir auch jetzt sagen können, okay, jedenfalls für die nationale Umsetzung haben wir jetzt hier auch in der letzten Woche mal ein Stück Erfolg erreicht, was unser Ziel betrifft, eben Mechanismen wie Uploadfilter zu verhindern. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und ich wünsche Ihnen natürlich dann am Samstag einen guten Flug nach China. Vielen Dank. Tschüss. Super, tschüss. Ja, aber zwischendurch ist auch noch ziemlich viel mehr passiert. Es gab eine Debatte mit Rezo, Herr Newstime, Revi, Christian Solmecke. Christian Solmecke war auch dabei, einem von der GEMA. Es war auf jeden Fall eine ziemlich große Aktion, die auf mehreren Kanälen gleichzeitig gelivestreamt wurde, aus dem Worldwide Wohnzimmer. Das war wirklich richtig krass, also es war krass produziert, es war professionell, das war eine richtige Fernsehsendung eigentlich. Mhm. Also Rezo ist ja, der ist ja miese schlau und auch du meintest, als Revi, glaube ich, in der Diskussion war, meinst du so, hä, der ist ja voll schlau. Ja, das fand ich cool. Weil die halt alle in so einer Situation dann doch sehr qualifizierte Meinungen von sich geben. So. Ja, und was ich gut fand, war, dass es wirklich, also meiner Meinung nach, das erste Mal war, dass wirklich man sich über dieses Thema mal zusammen ausgetauscht hat mit unterschiedlichen Meinungen. Das ist ja auch das, was das dein Video so ein bisschen versucht, ja, auch mal die andere Seite zu hören und ja, sich einfach zu informieren. Und das ist da meiner Meinung nach zum ersten und einzigen Mal auch bisher so passiert. Ja, also es ist allgemein so, man bekommt relativ wenig Meinungen, die dafür sind, um öffentlich zu sprechen, habe ich das Gefühl. Also ich meine... Ja, ich glaube, dass die bisher auch gedacht haben, dass sie einfach, ja, die haben eigentlich die Macht sozusagen. Ja, also die sind bisher davon ausgegangen, wegen den paar 3.000, 5.000 Leuten auf der Straße, da wird jetzt nichts mehr anbrennen. Und jetzt scheinen sie doch so ein bisschen kalte Füße zu kriegen. Du sagst, heute ist für Köln sind wie viele angemeldet für die Demo? In Köln seien irgendwie 10.000 bis 15.000 Leute erwartet. Genau. Das ist echt krass. Also man merkt schon, dass da jetzt nochmal eine ganz schöne Dynamik drin ist. Ich finde, man merkt es auch an der, sagen wir mal, Gegenseite. Also heute war ich schon ein bisschen erschüttert, als ich unsere Zeitung aufgeschlagen habe. Da war eine ganzseitige, ja, eigentlich keine Anzeige, aber zwei Drittel Seite, warum wir eine Urheberrechtsreform brauchen, ein Artikel.
also ein redaktioneller Beitrag der Zeitung. Vor allem mit der Überschrift, warum wir eine Urheberrechtsreform brauchen. Ne? Und unten drunter dann eine Anzeige, ja zur EU-Urheberrechtsrichtlinie. Und da sind natürlich alle, also GEMA, VG Wort, diese Verwertungsgesellschaften, die haben das alles wahrscheinlich auch finanziert. Und das finde ich natürlich schon hart. Und da stand auch, in der nächsten Woche wird dann noch eine Reihe zum Artikel 13 kommen. Also insofern kannst du davon ausgehen, dass die Medien, die ja ein Hauptinteresse an dieser Reform haben, und die Verwertungsgesellschaften noch Geld und Medienmacht zusammennehmen werden und da noch ganz schön jetzt auf den Putz hauen. Also man merkt auf jeden Fall, sie meinen es ernst. Sie haben ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt auch ein bisschen was tun muss, um in der Bevölkerung die entsprechende Meinung zu schüren. Aber so richtig von den Befürwortern hat man ja bis jetzt eigentlich gar nicht so viel mitbekommen. Ne? Also die waren eigentlich immer relativ still so. Aber jetzt, wo es halt dann drum geht, gibt es Sinn oder nicht, hauen die plötzlich richtig auf die Kacke. Jetzt, wo sie praktisch merken, dass sie das Gesetz einfach nicht so nebenher beschließen können, ohne dass irgendeiner mitkriegt, jetzt hauen sie auf die Kacke. Kann man so sehen, genau. Und das andere ist, morgen ist der 23., da sind die ganzen Demos. Drei Tage später, am 26. soll die Abstimmung stattfinden. Und die wissen natürlich, dass man ja, solche politischen Prozesse am Schluss nochmal kräftig draufgehen muss. Und deswegen erwarte ich, dass morgen auch nochmal was in den Zeitungen kommt. Bin sehr gespannt. Am Tag der Demo und auch Montag, Dienstag wird einiges los sein. Heute ist der Tag, heute ist nämlich der 23., der Tag, auf den alle die ganze Zeit gewartet haben bei diesem Thema. Heute ist nämlich der Tag der Demo. Wir sind hier für, wie gesagt, in Berlin. Und ich bin mal richtig, richtig gespannt, wie das wird. Also in Köln sind, glaube ich, 10.000 Leute erwartet. In Berlin sind es jetzt offiziell, glaube ich, 2.000 Angemeldete, aber das wird 100 pro wesentlich mehr sein. Bin auf jeden Fall mal richtig gespannt. Ich bin auch allgemein gespannt, wie das da so ist. Wie gesagt, ich war noch nie jetzt auf einer Demo oder so. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Der hat mir Peace gezeigt. Alter, ich höre nicht mehr auf. Man kommt dann höchst durch. Wir sind gerade, also ich wollte mich hier gerade daneben stellen, um einen Timelapse zu machen. Wir sind bei 835 Bildern in der Timelapse. Sind wir jetzt seit 25 Minuten vielleicht? Das hat nicht aufgehört. Absolut. ARD sagt, es wären 40.000 Leute. Laut ARD auch 40.000 in München. In München. Und die SPD hat jetzt heute einen Antrag beschlossen, dass sie im EU-Parlament diesen Artikel 13 doch noch rauskippen wollen. Leute, die Ereignisse überschlagen sind. Herr Newsom habe ich vorhin kurz gesehen. Und zwar hat es die Katharina Barley getwittert und die ist immerhin die Justizministerin von der SPD. Also die stimmen jetzt auch dagegen? Die stellen den Antrag, dass man da was ändert an diesem EU-Urheberrecht. Die sitzen wahrscheinlich gerade im Bundestag und hören nur so Gerumpel und der Boden wackelt und sie so, shit Leute, wir müssen was machen. Das hat immer noch nicht aufgehört. Ich bin absolut überfordert, dass da so viele Leute sind. Aber erstmal interessiert mich, ich bin ja nur für die Demo, ich gehe heute Abend wieder, bin ich hier hochgekommen. Wo kommt denn ihr her überhaupt? Kommt ihr aus Berlin? Ja, also ich komme aus Berlin eigentlich mit her. Also. Denkt ihr, dass solche Demos was ändern? Also ich meine, weil es sind jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht 30.000 Leute oder so. Man weiß es nicht richtig, aber... Ich glaube auch, also wahrscheinlich jetzt nicht so, dass man es so sofort sieht, die Auswirkungen, aber wenn die Politiker dann sehen, wie viele Leute da eigentlich dagegen sind... Also man auch kann so eine Menge einfach nicht ignorieren. Ja, kann man. Also das wird dann schon echt an 30 grenzen. Ja, mit sowas machen wir auch nochmal darauf aufmerksam. Wir sind hier alle in unserer Freizeit hier. Irgendwie sind...
also ich würde echt sagen, wir sind über 20.000, vielleicht 30.000 Leute, weil es hört halt echt nicht auf und ich glaube, keine Ahnung, also ich glaube definitiv, dass da irgendwas passieren muss oder wird. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank, dass wir euch die Fragen hier stellen durften und jetzt gerne. Go in, demonstrate! Ja! Woo! Ciao, danke sehr! Wir haben einen kurzen Abstecher gemacht und wollten außen rum, um ein bisschen so einen Überblick zu bekommen. Und erstens, wir sind kaum wieder reingekommen, weil es ist alles abgesperrt hier. Alter! Aber wir sind jetzt in der Nähe vom Brandenburger Tor und da geht jetzt die Party ab, wie ihr auch schon im Hintergrund hört. Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Also jetzt ist, glaube ich, so das Ende. Und es waren wirklich, boah, wie gesagt, also ARD meinte 40.000 Leute. Weiß nicht, ob es reicht, aber Alter! Ja, also in Berlin geht es auf jeden Fall ab, 40.000 Leute. Luis, wie sieht es denn bei dir aus? Danke, Oskar. Wir sind gerade live hier in Köln und ihr seht es gerade, Rezo und Revi an der Bühne. Warte, mal gucken, ob ich das filmen kann. Es sind gerade um die 20.000 Leute hier in Köln. Es ist zwar nicht so viel wie in Berlin, aber es geht hier auf jeden Fall mega viel ab und ja, ich würde sagen, zurück zu dir, ne? Ja, vielen Dank, Luis, auf jeden Fall für diese Außenreporter. Also, ihr seht auf jeden Fall überall Menschenmassen, Demonstrationen. Ja, Oskar, alles klar bei dir, Bruder! Ja, Oskar! Mensch, Bruder, komm mal ran auf den Meter! Ey, Mann, Oskar, alles easy bei dir! Na, wie geht's dir? Wir können Ihnen kurz ein, zwei Fragen stellen. Ja, wenn ihr fertig seid, seid ihr hier? Ja, sorry. Und dann sofort. Ein bisschen unübersichtlich heute, ne? Ja, also total. Hätten Sie denn gedacht, dass so viel los ist? Na, ich habe so auf 20.000 Menschen gehofft und jetzt doppelt so viel, das ist wirklich ein großer Erfolg. Wissen Sie eine genaue Zahl? 40, 50.000? 40.000 ist das, was die Veranstalter gerade sagen. Ob das stimmt, kann ich nicht nachvollziehen, aber ich meine, wenn man sich die Masse anguckt, sind schon einige 10.000 hier. Ist schon Wahnsinn. Ja, sind Sie zufrieden damit? Also ja, total. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr starkes Zeichen und es ist ja nicht nur in Berlin so, es ist in anderen deutschen Städten, aber auch in europäischen Städten so und wir zusammensetzen einfach ein riesiges Zeichen dafür, dass Artikel 13 der falsche Weg ist. Denken Sie, ich kann das sehr schlecht einschätzen, denken Sie, dass solche Riesendemos dann hinterher wirklich was bewirken werden? Naja, wir haben jetzt noch wenige Stunden bis zur Abstimmung am Dienstag und kein Politiker kann es völlig an sich vorbeigehen lassen, wenn so viele Menschen aufstehen und sagen, dass eine Reform falsch ist. Und ich habe die große Hoffnung, dass dieser Protest wirklich nochmal Wirkung zeigt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank auch, dass Sie uns da immer so auf so up-to-date gehalten haben auf Twitter und überall. Das ist mein Job. Hat mich sehr gefreut und ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich auch, aber ich habe die Hoffnung, dass das funktioniert. Super, ja cool, dann viel Spaß. Danke, gleichfalls. Noch ein paar abschließende Zahlen zum Ende. Die Organisation Change.org gibt an, dass es insgesamt etwa 150.000 Demonstranten waren. Davon 40.000 bis 50.000 in München, 30.000 in Berlin und über 10.000 in Köln. Die Zahlen variieren da aber mega, mega stark. Also ich glaube definitiv, dass es in Köln mehr waren und auch in Berlin könnten es mehr gewesen sein. Dazu meinte Daniel Caspary, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe in dem EU-Parlament, dass die Demonstranten eventuell ja gekauft seien und bis zu 450 Euro Aufwandsentschädigung bekommen. Ich weiß auch nicht. Also gönnt euch von dem Geld auf jeden Fall was Nices. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mir geholfen haben, dieses Riesenprojekt zu realisieren. Besonders an meinen Papa, der hat sich 2 Wochen wirklich intensiv und jeden Tag mit diesem Thema beschäftigt, um mir dabei meiner Doku zu helfen. Er hat recherchiert, er hat mir geholfen zu schneiden. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Papa. Auch riesen Dank an David, der das Ganze gefilmt hat und auch sogar mit nach Berlin gekommen ist. Und übrigens auch an meine Mama, die uns da hingefahren hat. Natürlich auch danke an alle Interviewpartner, die mir geholfen haben, das Thema ein bisschen besser zu verstehen. Und ich hoffe, ich konnte das Thema euch auch ein bisschen näher bringen. Vielleicht habt ihr Artikel 13 jetzt ein bisschen mehr verstanden als vorher. Wenn nicht, fandet ihr hoffentlich wenigstens die Doku an sich unterhaltsam. Mich würde es riesig freuen, wenn ihr das Video auf allen sozialen Medien teilt, mit euren Freunden teilt, weil das war wirklich wahnsinnig viel Aufwand. Wir haben da jetzt 2 Wochen eigentlich die ganze Zeit dran gearbeitet. Und ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn die Doku geguckt wird. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Es gibt jetzt wieder jede Woche 2 Videos. Kommentiert gerne, was ihr vom Thema Artikel 13 und Uploadfilter haltet. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.